Gerade jetzt, während der Olympischen Winterspiele in Peking, ist viel von Medaillenrekorden die Rede. Ich glaube, wir stehen gar nicht so schlecht da. Gestern sogar noch im Langlauf gewonnen. Aber darauf wollte ich gar nicht raus. Sie ist noch immer die erfolgreichste Kunstturnerin, Weltmeisterin, vierfache Europameisterin, 20-fache DDR-Meisterin und einzige deutsche Doppel-Olympiasiegerin. Karin Büttner-Jantz. Athletisch und elegant zugleich wurde sie auch zur deutschen Turnerin des 20. Jahrhunderts gewählt. Aber das Besondere an Karin Jantz ist, dass sie auch nach diesen ersten 20 so erfolgreichen Jahren ihres Lebens weiterhin Herausragendes abgeliefert hat, auf einem ganz anderen Gebiet. Heute wird sie 70, geboren am 17. Februar 1952 im brandenburgischen Hartmannsdorf. Sven Hecker eilt mit Ihnen im Stichtag zurück. Nun Karin Jantz, die 20-jährige Medizinstudentin aus Berlin. 1,56 Meter ist sie groß, 46 Kilogramm schwer. Nun läuft sie an. Drücken wir die Daumen, dass dieser Sprung gut kommt. Auch ein Yamashita mit einer ganzen Drehung, ganz hervorragend. München 1972. Karin Jantz mit dem Sprung ihres Lebens. Dabei ist sie auch schon Weltmeisterin geworden und vierfache Europameisterin. Doch nun geht es um Olympiagold. Nun sind wir ganz gespannt auf diese Wertung. Und 9,90, das ist der Olympiasieg für Karin Jantz, da braucht man gar nicht weiter zu rechnen. Olympiasieg im Pferdsprung, ebenso wie am Stufenbarren, dazu zwei Silber- und eine Bronzemedaille für Karin Jantz. Der glanzvolle Schlusspunkt ihrer Zeit als Turnerin und der Beginn einer neuen Karriere, nicht weniger erfolgreich. Jantz wird vom Vater in Hartmannsdorf in der Lausitz entdeckt, gefördert und gefordert. Mit selbstgebauten Geräten, so einer Turnstange auf dem Dachboden. Ja, mein Vater, der ist ja auch Lehrer gewesen. Der hat das pädagogisch äußerst geschickt gemacht. Also mich immer bei guter Laune zu halten und auch bei viel Lust, Sport zu treiben, insbesondere zu turnen. Er war mein Trainer in dem Sinne bis zum 10. Lebensjahr. Da gibt es auch noch Bild- und Filmdokumente. Und dann kam ich auf eine der Kinder- und Jugendsportschulen in der damaligen DDR. 1968 in Mexiko mit 16 zum ersten Mal Olympia, Silber am Stufenbarren. In den folgenden 4 Jahren prägt Jantz das Frauenturnen, technisch oft perfekt und kreativ. Ein von Jantz entwickelter wagemutiger Salto bekommt ihren Namen. 1972, auf dem Gipfel, macht Jantz Schluss mit dem Sport. Noch während ihrer Turnkarriere hat sie mit dem Medizinstudium an der Humboldt-Universität begonnen. Inzwischen verheiratet, trägt sie nun den Namen Büttner-Jantz. In der Charité wird sie in den 80er Jahren zur Mitentwicklerin einer Weltneuheit, einer künstlichen Bandscheibe. Wir haben das im Team entwickelt, noch mit Professor Dr. Schellnack. Ja, das war die erste künstliche Bandscheibe, die Bandscheibe komplett ersetzen soll und die, und das ist das Entscheidende, eine internationale Entwicklung einleitete, also die dieses Implantat marktfähig machte. Auch in den USA sorgt die sogenannte Charité-Disc für Furore. Jantz, die nun international renommierte Orthopädin, leitet 20 Jahre 2 Berliner Kliniken. Dann wird sie unter undurchsichtigen Umständen gekündigt. Wieder ein Neubeginn. Nach vorn schauen. Ich habe meine Tätigkeit als Chefärztin sehr gerne gemacht, aber heute bin ich in der Lage, meine Termine frei zu gestalten und so weiter und das Leben so zu machen, im Wesentlichen, wie es mir gefällt. Und das ist natürlich auch etwas, wofür ich dankbar bin, was sehr schön ist. Ein Großteil der vor Gericht vom Klinikbetreiber erstrittenen Abfindung fließt in eine Stiftung von Büttner-Jantz. Hier will sie Kompetenz in Sachen Wirbelsäule bündeln. Sie forscht gemeinsam mit ihrem Sohn an neuen künstlichen Bandscheiben. Mit über 60 studiert sie Management, weil sie ein Krankenhaus entwickeln will, in dem das Infektionsrisiko bei Gelenkoperationen so gering wie möglich sein soll. Karin Büttner-Jantz, erst Turnerin, dann Orthopädin. Vorn dran ist sie in jedem ihrer beiden Leben.